Und guten Morgen, guten Abend und ein Servus miteinander zu einem weiteren Adventskalendertürchen bei Flauschhasi. Hi, mit Wolfi und lasst uns anfangen. Okay. Das klingt jetzt nicht so gut. Oktober 14, Friday. Ey, das. Ein Tag nach meinem Geburtstag. I got very late again. Ich bin heute wieder ziemlich spät. Es ist ein bisschen gruselig hier um nachts herum, wenn nur ein paar Leute da sind. Sollte langsam nach Hause gehen, mich beeilen. Ja gut, also sieht jetzt auch nicht so geil aus. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal nachts unterwegs wart, so auf den Straßen so. Da hinten haben wir so die typischen Straßenlaternen, die nicht wirklich funktionieren. Könnte man meinen, die investieren mal ein bisschen Geld in das Zeug, aber nee, die sind immer kaputt. Aber hey, wir haben einen coolen Sternenhimmel. Ich glaube, das ist einzig Gute heute hier, oder? Hallo? Oh, ich kann nicht vor. Kann ich auf die Straße gehen? Ich würde mich so sicherer fühlen auf der Straße. Also muss ich ehrlich sagen. So, mir ist das in echt egal. Ich laufe hier einfach im Dunkeln rum und auf den Wegen, aber bei so einem Horrorgame, wo ich weiß, dass was kommt, würde ich mich sicherer fühlen, hier zu laufen. Oh, hey, trinken, trinken. Was haben wir denn hier? Die Cola, die Fanta, das sind halt so asiatische, oder? Also, so asiatische Snacks und so. Aber kein Money for me. Darf ich nicht. Das war typisch wieder hier. Ah, guck, wir dürfen rüber. Oh, ich kann hier nicht vorbei wegen den Bauarbeiten. Ja, gut, habe ich halt eine kleine Umleitung über die Straße hier. Ist ja normal, ne? Wieso komme ich hier nicht rüber? Hallo? Also, muss ich hier klicken? Dass ich hier rüber darf, Ampel. Wer bist denn du? Also ich finde es ja nett. Hallo? Bist du ein Mensch? Hi. Du. Ich spüre irgendetwas Seltsames, Mysteriöses von dir auskommen. Bitte sei vorsichtig. Nun dann. Können wir zusammenlaufen, Monkey? Kannst du mich mitnehmen? Also. Ich fühle mich mir so sicher bei dir. Hey, was passiert plötzlich hier? Irgendwas Seltsames? Also ich stalk hier gerade einen Monkey. Monkey Island, oh. warum ist denn der so fucking schnell, Kollege? Was komisches, verdächtige Leute hier? Und lass doch mal zur Polizei, der Polizei melden. Bin hier auch gestern schon gewesen. Naja, ich gehe ja schon rüber. Aus. Es sagt halt hier auch jedem Kriminellen, jedem Stalker etc., dass wir hier sind, diese komische Musik. Ich wäre da in Real Life echt da einfach drüber gelaufen. Ist ja keiner hier. Also, guck mal, da sieht man doch, dass kein Auto kommt. Ich werde einfach drüber gelaufen, damit keiner mitkriegt, dass ich ja mitten in der Nacht auf einer alleinigen Insel, Straße bin. Oh Gott. Du Penner! Erschreck mich doch nicht so! Okay, ein Spielplatz.
Das sieht aber sauber und gut gepflegt aus. Also muss man wirklich sagen, dafür, dass das so. Ich weiß nicht, ich sehe ja nicht mal Häuser. Da hinten ist irgendwie ein komischer Wald oder so. Also, sind schon mal gut gepflegt, die Dinger. Nee. Oh Gott! Musst du mich so erschrecken? Hi. Warte mal. Wieso kann ich mit dir nicht reden? Hallo, du da. Kuckuck. Was soll denn dies? Also ich bin weich hier, nur du? Kann ich rennen? Nee. Da komme ich nur zum Titel. Warte, wer war denn das gerade eben? Hi mich, wer bist du? Wer bist du? Sie haben den Weg lang geguckt. Es ist gruselig. Los geht's, schnell nach Hause. Ja, gut. Das ist aber auch ein komischer Typ da. Einfach zwischen den... Ist der gerade weggerannt? Ey, kann ich das Fahrrad ausleihen, bitte? Also ich... Du da... Kollege, das ist nicht mal abgesperrt. Guck dir das mal an. Da ist nichts festgemacht. Irgendwie, ich kann damit einfach wegfahren. Lass mich bitte da drauf. Ey, das wäre so perfekt. Dann würde ich da einfach mit Vollgas durchfahren. Wenn da jemand in den Weg geht, ist mir egal. Den fahre ich um. Ja, das wäre perfekt. Einfach mit Vollkarache hier den Weg entlang fahren. Da holt mich keiner mehr. Okay, eine Dame, die ist am Tisch. Du bist aber auch ein bisschen mutig, oder? Hier so allein. Oh, jetzt Reko. Heute wieder Überstunden gemacht. Das ist ein bisschen gruselig. Sollte mit ihr zusammenlaufen. Reko, hey. Hä, hey, was? Wieso hast du Angst? Oh nein, da ist was hinter mir. Gell? Ich hab keine Lust. Tu, Reko. Amanda war zu fragen. She's, ich frage mich, was falsch war. Sie schien ein bisschen überrascht zu sein, wenn sie zurückgeguckt hat. Aber da war doch nichts. Hat die was gesehen oder? Oh Gott! Ey, du kleiner Penner! Es ist der Mann von vorhin schon wieder. Ey, du! Ey, ich hab so einen Herzinfarkt bekommen. Warum folgt er mir die ganze Zeit? Ach Gott. Dieses, du drehst dich hier um, ist nichts, du drehst dich um. Und schon wieder was. Ach, ich habe genug. Ich will jetzt nach Hause gehen. Aber mal kurz. Ich glaube, ich werde gleich wieder erschrocken werden. Oh Mann. Ist das das Auto von vorhin? Warum steht. Oh nee, da. Ist das so ein Entführungsding? Werde ich hier gleich mitgenommen? Hallo? Bitte, darf ich einfach vorbei? Ist da jemand drin? Es scheint, als wäre niemand im Auto drin. Aber das kann gar nicht der Typ von vorhin gewesen sein, weil der war doch zwischen den Getränkedosen, also am Auto. Das muss jemand anders gewesen sein, aber das ist doch nicht normal, dass jemand da einfach das hier so alleine stehen lässt, denn dann nichts. Reko! Reko, wo bist du? Ihr merkt schon, wie ich hier gerade auf Zeit spiele. Weil ich einfach gerade ein bisschen Schiss habe und ich weiß ganz genau, also nicht Schiss, aber ich weiß halt ganz genau, ich werde gleich wieder erschrocken. Und ich versuche gerade ein bisschen so Pausen einzubauen, während ich erschrocken werde. Oh naja, cool. Irgendwas ist runtergefallen. Es ist der Schlüssel zu Rekos Haus. Vielleicht hat sie es in der Eile verloren. Ich denke, Rekos Haus war auf der anderen Seite der Linie.
Ja, gut, aber dann kommt doch Heike auch nicht mehr nach Hause, oder? Steht ihr da vor ihrer Tür? Also ich muss mal ihr den Schlüssel wiedergeben. Reiko, möchtest du mich vielleicht zu dir reinlassen mit ins Haus? Also ich habe so ein bisschen, I don't know, ich glaube, wir können uns zu zweit sicherer. Kannst du mich mal. Ach Gott. Warum ist das nicht. Oh Gott, ey. Das ist das Auto von Karim. Bist du blöd? Du hast mich fast überfahren. Besonders, da war doch eigentlich gar keiner drin. Wo ist es da plötzlich der Fahrer da gewesen? Reiko, ich hab deinen Schlüssel, lass uns rein. Bitte, bitte, bitte lass mich nicht allein laufen. Reiko? Was? Wieso? Reiko? Hallo? Sie seems passed out. Ja, wenn die ohnmächtig ist, dann nimm die hoch, trag die irgendwie in die Wohnung oder so. Lass sie nicht einfach da flacken. Oh Gott. Ich hab dich gefunden. Ja, du, ich bin auch die ganze Zeit einfach. Was, du lässt ihn jetzt einfach alleine oder was? Also, ne, warte mal, ran to the apartment. Welchem? Oh ne, ich habe einen Schlüssel fallen lassen. Warte mal, ich glaube, das war falsch. Oh nee, warte mal, wir sollten zum Apartment rennen. Das heißt, ich muss eigentlich reinrennen, oder? Habe ich gerade verloren, oder? Kann ich nochmal laden? Wenn ich aufgewacht bin, habe ich mich im Krankenhausbett gefunden. According to the news, a member von dem was im Handelort. Achso, was? But no, it seems like I can leave my peace of mind in my life. Was Warning Signs will probably by ticking down as well. Okay, also, ich bin im Krankenhausbett aufgewacht und laut der Krankenschwester wurde ich einfach gefunden bei der Patrouille, die mir geholfen hat. Und der Mann, der mich ein bisschen gestalkt hat, wurde der Polizei übergegeben. Ich kann mir nicht helfen, darüber nachzudenken, was passiert wäre zu dieser Zeit, wenn niemand anders da gewesen wäre. Aber nun scheint es so, als würde ich meinen Frieden damit wieder abschließen und zum Daily Life zurückkommen können. Das Suspicion Warning sein wird taken down. Ja, gut. Sie sagen mal so: Ending A! The culprit is captured. Okay, das ist nur Ending A. Wir haben jetzt also verschiedene Endings. Oh Gott, ich habe keinen Bock. Wahrscheinlich, weil wir weggerannt sind, so den ganzen Weg und dann umgekippt sind. Aber es gibt ja auch Ending B, weil wir sind ja nicht am Haus vorbeigerannt. Ja, bitte. Cool, dann geht's nämlich schneller. Wir sind am Haus vorbeigerannt. Und das war ja das Problem. Wir sollten ja eigentlich ins Apartment rennen und wir sind einfach weggerannt. Was ich aber trotzdem immer noch asozial finde, da Reiko ja so ein bisschen war, also like. Wir haben die einfach dort liegen lassen. Das war nicht so geil, muss ich sagen. Das war so ein bisschen asozial. Die da einfach auf dem Boden flacken lassen. Und tut mir leid, aber ich hätte halt ehrlich gesagt, wäre ich das in echt gewesen, dann wäre ich auf den Mann losgegangen, um die Rekord zu beschützen, die da flackt. Du kannst die da nicht einfach liegen lassen, also. Was soll denn der Scheiß?
Aber hey, wir haben ein Ende gewonnen, wo wir überlebt haben. Was mit Reike passiert ist, haben wir nie mitbekommen, rausgefunden. Also, ja. Gut, ne? So, dann nehmen wir den Schlüssel nochmal. Dann gehen wir da rüber. Weil wir sollten eigentlich ins Apartment rennen. Oh Gott. Warte mal. Gibt's ein Ende, wo wir überfahren werden, wenn wir zu schnell sind? Nee, ich glaube nicht, weil wir sind über die Straße gerannt. Und so schnell waren wir am ersten Run nicht. Aber wir können den Run kriegen, oder? Also ich muss jetzt eigentlich da nur reingehen, oder? Also sie ist einfach ohnmächtig geworden. Aber du kannst sie halt auch nicht auf den Boden liegen lassen. Kollege, warte mal, ich muss einfach da reinrennen. Ah, ich kann da nicht reinrennen. Okay. Was nun? Ja gut, also schon wieder Ender-Ding, wir haben überlebt. Ich bin... Ja gut, also das ist auch Ende. Ah, ich weiß nicht, wie wir an den Weg kommen. Ob wir vielleicht überfahren werden, einfach vom Auto oder so. Naja. Hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Seid auch wieder das nächste Mal dabei. Schaut ganz viele Adventskalendertürchen von Flauschi an mit Perry, Schmitz, Flauschi und den ganzen anderen Leuten, die da mitmachen. Habt einen schönen Tag. Tschüss. So, für mich war es das aber noch nicht, weil ich möchte noch das andere Ende sehen. Ich habe da eine Theorie, wie man das bekommen könnte. Ja. It's a get up. Ha, ich wusste es doch. Was auf der Welt? Ich erinnere mich, diese Person war der Schamane von der Nachbarschafts... irgendwas. Heißt das Schamane? Das ist eine suspekte Person. Wir beruhigen uns jetzt mal in meinem Zimmer erstmal. Ja. Noch in diesem Spiel würde ich fragen, Polizei? Ja, das ist ja sehr aufgeräumt hier. Mein Gott. Ist sie eingebrochen worden oder sieht sie immer so aus? Den Tag, den ich sehnlichst erwartet habe, ist endlich soweit oder ist da. Ich war endlich in der Lage, get my hands on the masterpiece created by the master of the credit school swimsuit. Wir haben endlich das Meisterstück bekommen. Geht es um einen Schwimmanzug? Its beauty was like a scene from a French. Die Schönheit war wie die
wie eine Szene aus einem französischen Film. Als ich vorsichtig das Paket auspackte, fühlte ich, wie mein Herz pochte. Die Textur des Stoffes schien to take me to another. Also das ist ein ganz, ganz tolles Ding. Oh Gott. Ach so, das ist unser Tagebuch. I'm captured by the texture. Wir reden immer noch über diesen Schwimmanzug. This shouldn't be a problem alone. I want others beside me to experience this wonderful. Ich möchte, dass noch andere diese Erfahrung machen mit diesem wundervollen Texturstück. But how can I convey this to others? Why I can use. Ich weiß nicht, was SNS ist, to share photos. Here that alone might not convene. It's a more direct way to convey the universe. Was ist denn das für ein Schwimmanzug? Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. I believe. Ich denke, mit dem Schwimmanzug durch die Stadt zu laufen. Das scheint wohl eine gute Idee zu sein in unserem Kopf, dass viele Leute das erkennen. Ich bin überzeugt, dass das notwendig ist, damit jeder erkennt, wie toll dieses Ding ist. Wie toll kann das denn bitte sein? Es gibt keinen Zweifel, dass Leute rejoice at the beauty and text of the swimsuit when they see me wearing it. I can't contain this feeling. Also, wir wollen unbedingt, also wahrscheinlich wir, dass die Leute das auch sehen, wie geil das ist. Heute wird ein unvergesslicher Tag. Es ist, weil ich was able to show this, weil ich endlich dazu in der Lage war, diesen Schwimmanzug den Leuten zu zeigen. Nach der Arbeit in der Nacht laufe ich damit durch die Stadt. Was late at night, everyone I met looked at me with surprise and admiration. Ja, das glaube ich nicht, dass dich jeder so positiv angeschaut hat. Und unter den Straßenlaternen war dieser Schwimmanzug noch mehr shining. Unter dem Mond und ganz, ganz tolles Ding. Didn't seem to capture the hearts of the people around me, filling the streets with her presence, seeing the joyful expressions of the people. My heart was so also filled. I will continue this activity tomorrow. War das oder ist das dieser Kerl? Weil der hat so ein komisches Ding an. I believe that this action will become the beacon of hope for everyone. Of hope for everyone. Ich kann da nicht mit der Maus drauf zeigen. Ist das? Sind was zur Hölle? Wieso sind wir auf einmal so groß? Waren wir vorhin auch schon so groß? Was soll ich denn tun? Abwaschen? Investigate. Geiles Schlafzimmer. Oh. Wir sind gar keine Frau. Immer so wunderhübsch. Ich muss jeden wissen lassen, wie toll dieses Ding ist. Okay. Report von mehreren, es wurden mehrere suspekte Individuen gesehen. Also waren wir auch ein komischer Mensch. So, jetzt ist für mich Ende. Ich lasse noch einmal kurz die Credits durchlaufen. Jetzt haben wir beide Enden. Jetzt bin ich zufrieden.